Die erste Frage kommt von Haru macht Miep und sie fragt, hast du Sonnenbrand? Nein, ich habe fast gar keinen Sonnenbrand, doch mein ganzes Gesicht und meine Nase sind verbrannt, weil ich natürlich mein Sonnencreme-Gedöns vergessen habe. Ja, meine Sonnenbrille hatte ich dabei, aber meine Sonnencreme hatte ich leider nicht dabei und da scheint schon ordentlich die Sonne. Wenn die Sonne in Los Angeles scheint, dann auch richtig. Hätte ich vielleicht mal dran denken sollen, aber ja, okay, passiert. Und die zweite Frage schließt sich quasi schon daran an. Hattest du gutes Wetter, fragt der Philipp, neben einer anderen Frage, die ich jetzt gerade noch suche. Und ja, wir hatten gutes Wetter. Wie gesagt, in Venice war es immer so ein bisschen bewölkt, beziehungsweise irgendwie so ein bisschen diesig. Die Wolken kamen vom Meer rüber. Wenn man dann nach Downtown zum Convention Center, wo ja die E3 stattgefunden hat, gefahren ist, dann wurde es meistens besser. Aber später, also so ab Dienstag, Mittwoch, ja, zur Mitte der Woche hin, wurde es auch in Venice besser, genau wie beim Santa Monica Pier. Da war es morgens erstmal total bewölkt, dann ist halt die Wolkendecke aufgerissen und es war unglaublich cool. Es war super heiß und blauer Himmel, keine Wolken mehr zu sehen. Und ich muss sagen, das war dann echt cool, das war echt Urlaub pur. Und die zweite Frage vom guten Philipp. Hast du dich wie in GTA gefühlt? Ich habe ja öfters jetzt schon drüber gesprochen, dass tatsächlich Los Angeles einfach von so vielen Hotspots so unglaublich an Los Santos orientiert ist. Nein, das habe ich jetzt falsch rum gesagt. Los Santos ist natürlich unglaublich von Los Angeles inspiriert worden. Und das sieht man halt an allen möglichen Ecken, ob jetzt in Venice, in Beverly Hills, in Hollywood oder halt am Santa Monica Pier. Das ist unglaublich und man fühlt sich halt immer wieder wie in GTA, auch beim Verkehr und so. Wobei, der Verkehr war jetzt nicht so schlimm. Also es war viel Verkehr da, aber die Leute fahren natürlich nicht wie in GTA. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Und auch die Kati hat ein paar Fragen. Die erste Frage, würdest du gerne für eine Zeit nach L.A. ziehen oder lieber in Köln bleiben? Und ich habe da auch jetzt öfters schon gesagt, ich wäre gerne noch etwas da geblieben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich da einfach mal so 2 oder 3 Monate zum Beispiel wie der Sarazar wohne und dass man einfach das Leben vielleicht so ein bisschen mitkriegt und die Mentalität dann so ein bisschen, ja, eher erfährt, wie die Leute da leben und so. In einer Woche kann man schon viel sehen und so, aber man... Ja, es reicht natürlich einfach nicht und natürlich alleine wegen dem Wetter. Man kommt in Deutschland an und dann regnet es. Also ich könnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dann vielleicht nicht unbedingt in einem Hotel, sondern ja in einem Apartment, das vielleicht dann nicht mitten in der Stadt liegt oder so. Das wäre ganz cool auf jeden Fall. Die zweite Frage, was war außer die E3 dein schönstes Erlebnis dort? Ja, das ist glaube ich schwer zu sagen. Also ich habe jetzt immer gesagt, die E3 war so mein Highlight, aber natürlich dann auch die ganzen Hotspots, die man erkundet hat. Ich rede schon wirklich wie in GTA. Nein, Hollywood, als man auf einmal das Hollywood-Schild gesehen hat, das war auf jeden Fall ein besonderer Moment. Und dann, als man auf einmal vor dem Santa Monica Pier stand. Ja, das war, beziehungsweise Venice Beach, als man dann um das Hotel gegangen ist und dann auf einmal war da Venice Beach und man dachte so, wow, das ist doch GTA, das sieht einfach unglaublich aus. Das war schon sehr krass. So, der Uli303 fragt, ob ich große Probleme mit dem Jetlag hatte. Und überraschenderweise fast gar nicht. Also ich bin, wann sind wir angekommen? Irgendwann abends um 16, 17 Uhr, also nachmittags ungefähr. Und das einzig Blöde war halt wirklich das Wetter, das geregnet hat. Aber dann bin ich halt irgendwann um 10 Uhr ins Bett gegangen und habe dann einfach bis zum nächsten Tag um 10 Uhr geschlafen. Und damals, ja, ich war dann irgendwie wieder im Biorhythmus drin und es hat wirklich gut funktioniert. Ich schlafe zwar jetzt ab und zu abends nochmal kurz für 1-2 Stunden ein, aber dann kann ich trotzdem abends bis halt morgens wieder durchschlafen und wach eigentlich in der Nacht kaum auf. Also, keine Ahnung, irgendwie hat mein Körper wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass ich wieder in Deutschland bin und vielleicht habe ich den einfach so verarscht, dass ich den Biorhythmus sofort wieder hinbekommen habe. Bin auf jeden Fall sehr stolz auf mich, dass ich das hinbekommen habe und ja, sehr angenehm auf jeden Fall. Eine sehr interessante Frage kommt von der guten Nelly und sie fragt, warst du auch in den armen Vierteln von L.A. unterwegs? Der gute Sarazar, der hatte ja mal ein Video dazu gemacht, da war der wirklich in diesen armen Vierteln unterwegs und hat dann auch teilweise die Leute gefragt, was denn ihr persönliches Schicksal war und die haben relativ offen auch geantwortet. Und ich muss sagen, das war wirklich ein besonderes Video, das solltet ihr euch vielleicht mal angucken. Ich war nicht in solchen Vierteln unterwegs. Aber ich muss sagen, Venice ist jetzt halt auch nicht das allerbeste Viertel. Es sind halt wirklich sehr viele Obdachlose. Also entweder laufen da morgens oder abends, also frühmorgens oder spätabends dann Obdachlose herum oder Jogger. Und meistens sind es aber, oder in der Mehrzahl sind einfach die ganzen Obdachlosen. Und man riecht halt tatsächlich auch immer sehr oft
dass da Drogen konsumiert werden. Und ist auch nicht so die sauberste Ecke, aber in wirklichen armen Vierteln, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, wo die da sind, war ich nicht. Also ich war halt in Beverly Hills, Hollywood, Venice, Santa Monica und so, halt da, wo die Touristenziele sind, um sich dann, das alles anzugucken, um sich dann irgendwie Souvenirs für zu Hause zu kaufen und so. Aber ja, ich würde es vielleicht auch nicht jedem empfehlen, aber es ist wirklich eine Erfahrung wert und ich fand es auch gut, dass der Sarazar das gemacht hat. Also das Video solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Man muss natürlich auch mal sehen, dass es nicht immer nur, ja, es geht nicht immer allen gut und in Amerika ist es ja auch etwas anders. Man bekommt, glaube ich, auch eine Zeit lang irgendwie Arbeitslosengeld oder wie auch immer das da heißt, aber irgendwann ist, glaube ich, auch damit Schluss. Also es geht den Leuten dann nicht so wie in Deutschland, dass man dann wirklich von dem sozialen Netz aufgefangen wird, sondern irgendwann hat man dann Pech und sitzt vielleicht auf der Straße und wird dann nicht mehr finanziell unterstützt oder mit der Wohnung unterstützt. Und das sollte man sich vielleicht auch mal vor Augen führen. Und wenn man schon in so ein Land bzw. dann in so eine Stadt fährt oder fliegt, dann sollte man sich dessen auch bewusst sein, dass es natürlich da nicht immer alles kunterbunt zugeht und man sollte nicht alles durch die rosarote Brille sehen. Denn ja, es geht nicht allen Leuten gut und so ist es leider. Und die Fragerunde geht weiter von The Shadow Princess 90. Ich bin so unkreativ, was Fragen angeht, bla bla bla. Erstmal, wie sieht's denn mit dem Essen dort drüben aus? Schmecken die Burger dort besser als hier? Und wie fandest du das Softeis auf der E3, in Klammern, wo viele so von geschwärmt haben, falls du es probiert hast? Erstmal, ich habe kein Softeis gegessen, schlag mich bitte nicht dafür. David hat mir das alles weggegessen. Nein, irgendwie bin ich da gar nicht zugekommen. Aber auf der E3 habe ich mir auch einen Burger geholt für $12 mit ein paar Fritten. Der hat nicht wirklich gut geschmeckt, aber okay, man war wenigstens dann satt hinterher. Insgesamt gibt es natürlich wirklich überall Burger. Johnny Rocket zum Beispiel waren wir, heißer Laden so. In-N-Out waren wir nicht. Auf jeden Fall bei Johnny Rocket hat es sehr gut geschmeckt. Insgesamt, ich esse sehr gerne Burger. Ich kann das auch eine Woche durchhalten. Kann man auf jeden Fall machen. Auch Pizza gibt es halt da oft. Aber wir waren auch mal Sushi essen und insgesamt asiatisch. Reis mit Dings da. Spicy Chicken und so. War auf jeden Fall wirklich sehr lecker. Also das Essen insgesamt konnte man schon gut um die Runden. Kann man nicht anders sagen. Und ja, wie sieht es mit dem Bier dort aus? Tatsache war ich, als ich mit denen und den ganzen Typen da unterwegs war, übrigens eine sehr nette Gruppe, hätte ich gar nicht so gedacht, wenn man die mal näher kennenlernt. Da habe ich einen Kölsch gegessen, würde ich schon sagen. Einen Kölsch getrunken. Stand Tatsache auf der Speisekarte Kölsch. Also mit O, nicht mit Ö. Und es hat wirklich nicht schlecht geschmeckt. Und man hat natürlich hier und da mal ein Bier getrunken. Und ich muss sagen, das Bier hat insgesamt wirklich ganz gut geschmeckt. Kann man jetzt nicht drüber meckern, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist einfach so. Was war dein Lieblingsgericht in L.A.? Mein Lieblingsgericht? So ein Baconburger. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ja, das ist einfach das Beste gewesen, was ich, glaube ich, gegessen habe. Aber wie gesagt, Spicy Chicken war auch sehr lecker. Vor allem, was ich halt cool finde, ist, dass, wenn man zum Beispiel ja, irgendwelche Softgetränke oder Softdrinks bestellt, zum Beispiel eine Cola, eine Limo oder so, dass die automatisch und kostenlos dann immer nachgefüllt werden. Bei Alkohol gilt das natürlich nicht, aber wenn man sich halt eine Cola bestellt, dann wird die automatisch, wenn sie leer ist, oder wenn man ein paar Schlücke getrunken hat, dann wird sie wieder nachgefüllt. Und das finde ich sehr cool. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, die gute Fanny LP fragt, die Achterbahn und das Riesenrad auf dem Pier, also in Santa Monica, sehen sie genauso aus wie in GTA? Dazu habe ich ja eben, beziehungsweise gestern oder vorgestern, noch ein Video zu rausgehauen, beziehungsweise ein Vlog. Und es sieht wirklich genauso aus. Also natürlich ist das nicht 1:1 nachgebaut, aber für ein Videospiel sieht das schon wirklich sehr ähnlich aus, beziehungsweise andersrum. Also der Santa Monica Pier sieht wirklich ziemlich ähnlich zu dem in GTA aus. Oder wie rum man das halt sehen will. Wenn man das erste Mal da an der Küste oder oberhalb der Straße steht und da auf diesen Pier guckt, dann denkt man sich schon, wow, bin ich jetzt hier in GTA oder im wirklichen Leben? Und gerade die Achterbahn ist wirklich genau so aufgebaut wie in GTA oder andersrum. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander, aber es ist wirklich Tatsache so. Also es ist wirklich schon sehr beeindruckend und auch so ein bisschen gruselig, wenn man über den Pier läuft. Der Sebastian fragt, hast du vor, solche Reisen nochmal zu machen? Und wenn ja, dann was sind deine Lieblingsreiseziele, wo du mal hin möchtest? Das ist eine gute Frage. Also ich würde wirklich gerne nochmal so eine Reise machen. Ich wäre auch super dankbar, wenn ich nächstes Jahr vielleicht nochmal zur E3 könnte. Aber das ist jetzt noch ein Jahr, da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Aber insgesamt nochmal nach Amerika, in die USA, das wäre auf jeden Fall super. Ich würde mir sehr gerne New York mal angucken. Mein Bruder, der war schon da und meinte halt, New York muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. San Francisco würde ich mir natürlich gerne mal angucken. Ich würde auch gerne einfach mal an der Westküste entlang fahren.
Ich würde sehr gerne mal nach Las Vegas, da sind wir nur drüber geflogen beim Rückflug, natürlich auch beim Hinflug. Ich glaube, eine sehr interessante Stadt, aber mehr oder länger als 2 Tage wollte ich da, glaube ich, nicht unbedingt sein. Ansonsten würde ich gerne mal nach Australien. Ich weiß, das ist noch ein bisschen weiter weg. Oder nach Dubai, das sind so Ziele, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann vielleicht mal, ich weiß es nicht, so nach Hawaii oder einfach mal was anderes sehen. Aber man weiß ja nicht, wann man sich so einen Traum mal oder solche Träume realisieren kann. Aber wie man sieht, das mit LA hat dann auch irgendwie funktioniert. Sehr überraschend, aber es hat funktioniert. So, ich glaube, das waren jetzt erstmal die wichtigsten Fragen, die ich mir so ausgesucht habe. Und natürlich könnt ihr weitere Fragen, auch Fragen, die nichts mit LA zu tun haben, gerne unterhalb des Videos in die Kommentare schreiben. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, natürlich auch fürs Kommentieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!